Hallo, mein Name ist Carla Zederbaum und ich bin Professorin für Mathematik an der Universität Tübingen. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit Einsteins Relativitätstheorie und dieser möchte ich mich auch in meinem Vortrag am DAI widmen. Genauer gesagt soll es in dem Vortrag gehen um die Bedeutung und die Grenzen des Relativen in Einsteins Relativitätstheorie. Wir werden beginnen mit dem intuitiven Gleichzeitigkeitskonzept und werden von dort weitergehen zur speziellen Relativitätstheorie, dann von der speziellen Relativitätstheorie uns langsam der allgemeinen Relativitätstheorie nähern, über den mathematischen Begriff der Krümmung, der eine große Rolle spielt in der allgemeinen Relativitätstheorie, und uns anschließend mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beschäftigen und der Idee, was darin relativ ist. Und zum Schluss werden wir auf einer meiner Forschungsfragen eingehen, nämlich die Frage nach dem Schwerpunkt eines relativistischen Systems. Ich freue mich auf Ihre Fragen.